In dieser Geschichte geht es um viel mehr als eine Demonstration. Es geht um die Frage, welche Energie ist noch zeitgemäß? Welche Macht haben die Konzerne? Und was haben die Menschen noch zu sagen? Ich will auch, dass das aufhört dann mit diesem Abbau. Weil der Hambacher Forst mittlerweile Symbolcharakter gewonnen hat für den Kampf um Klimagerechtigkeit. Halb sechs am Morgen, der Bremer Zopp. Mehr als 200 Personen machen sich auf den Weg Richtung Hambacher Forst. Vier Reisebusse hat der BUND organisiert. Unter den Demonstranten die beiden Politikstudierenden Julian Bayer und Lena Kramer. Mir ist das Thema Klimaschutz einfach schon länger wichtig. Das liegt zum Beispiel daran, dass ich einfach noch ziemlich jung bin und noch ziemlich lange leben werde. Und ich sehe da einfach, dass da viel zu wenig gemacht wird auf eigentlich allen politischen Ebenen. Und ich verstehe das nicht so richtig. Für mich hat der Hambacher Forst Symbolcharakter gewonnen mittlerweile, weil dort sich der Kampf zwischen für die Klimagerechtigkeit mehr oder weniger auch entscheiden kann. Auf jeden Fall auf nationaler Ebene. Und dadurch, dass es so eine große mediale Aufmerksamkeit mittlerweile gibt, kann das auch Wellen schlagen und richtungsweisend sein für die Politik. Die 63-jährige Gretel Lutschkowski war schon auf etlichen Demos. Sie kommt aus der Anti-AKW-Bewegung. Was der Braunkohleabbau mit der Natur macht, hat sie bereits gesehen. Ich bin immer noch erschüttert, wenn ich mich an diese Bilder erinnere. Einfach Mondlandschaft für Kilometer, soweit das Auge gucken konnte. Am Mittag kommen die Bremer Reisebusse am Rande des Hambacher Forsts an. Mittlerweile haben sich hier Zehntausende Demonstranten aus der ganzen Republik versammelt. Die Stimmung gleicht eher einer entspannten Festivalatmosphäre. Mittendrin Lena Kramer und Julian Bayer. Für sie ist der Kampf noch nicht vorbei, auch wenn das Oberverwaltungsgericht in Münster gestern die Rodung des Waldes gestoppt hat. Ich glaube, viele Leute haben begriffen, dass es halt auch über den Hambacher Forst und jetzt über diese Rodungsstopp hinaus der Protest weitergehen muss und dass es nicht in der Politik, also dass es nicht klappt, Klimawandel aufzuhalten, indem man sich auf die Politik verlässt, sondern indem man selber aktiv wird und selber auf die Straße geht und sagt, ich möchte, dass meine Lebensgrundlage nicht weiter zerstört wird. Das langfristige Ziel ist eben der Kohleausstieg und das noch längerfristige Ziel ist der Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern. Und der Kampf ist noch lange nicht vorbei, auch wenn der Hambacher jetzt erstmal sicher ist, aber das ist natürlich trotzdem total cool. Der Kampf um den Hambacher Forst ist ein Symbol. Ein Symbol für die Kritik an fossilen Brennstoffen und an dem Profitstreben großer Energiekonzerne. Und dieser Streit hat eine neue Umweltbewegung aktiviert, auch unter Bremern.